Aber ich war gestern der Friseurbesuch. Hey, Leute, Entschuldigung, jetzt habe ich Lisa voll unterbrochen. Er redet einfach schon wieder mit der Kamera. Wir müssen unbedingt mal über das Scheitern sprechen. Ich bin diese Woche gleich mehrfach gescheitert, allem voran daran, neue Vlogs herzustellen. Das ist der dritte Tag in Folge, an dem ich einen Vlog anfange. Zweimal gefailt. Keine gute Statistik. Wir haben vorgestern hier im Lager damit verbracht, so ein bisschen Renovierungsarbeit machen zu müssen. Erinnert ihr euch noch an unser Lager, an unser neues Mini-Studio und an die 1000 Millionen Steps, die wir hier machen müssen? Es ist heute wieder so, dass der Tag anfängt mit kleinen Bauarbeiten. Wir müssen diese Platten vor diesen Rohren befestigen, um so ein bisschen einen Schutz zu haben vor den Regalen. Das ist dann aber eigentlich, wenn es alles klappt, ganz hübsch. Sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus als der pure Blick auf die Rohre, wie ich finde. Aber ich muss zugeben, ich habe nicht so richtig Bock, Lisa, wie ist bei dir? Ich habe richtig Bock. Was ist mit der? Die ganze Nummer war dann aber so frustgeladen, dass wir mit dem Vloggen schnell aufgehört haben, um voranzukommen. Es hat auch geklappt. Wir haben jetzt hier irgendwie die Sachen schön befestigt. Das ist alles cool geworden und funktioniert. Wir sind aber auch damit nicht fertig geworden und müssen hier in dem Bereich noch weitermachen, haben hier irgendwie alles auch noch abgerissen, hier eine neue Reihe erstellt. Es ist viel passiert, wir müssen trotzdem noch weitermachen und das wird morgen passieren. Gestern hingegen dachte ich, alright, diesmal machen wir den gleichen Fehler nicht nochmal. Wir machen heute mit etwas weiter, was schon sehr lange auf sich warten lässt, und zwar mit der Renovierung Teil 2 des Schnittraums. Wir haben ja vor einer Weile gestrichen und seitdem sieht er schon mal schicker aus, aber es gibt auch noch ein paar Probleme. Allem voran sind das die Soundpanels. Die Panels sollen so sein wie hier. Hier sind die schön an der Wand befestigt. Hier drüben sind die aber einfach nur angelehnt. Und das wollen wir heute endlich mal angehen. Weil die liebe Lisa immer mehr zum Thema Kamera gedrängt werden möchte, ja, haben wir ihr die Aufgabe gegeben, das heute zu dokumentieren, so als wäre es ein Job. Bock? Ja, ich bin gespannt. Ist der Tag schon fast vorbei? Auf, wir kommen einfach nicht voran, weil wir den Dreh für morgen vorbereiten müssen und nonstop am Telefon hängen. Verändern. Die Vlogkamera lief heute ungefähr 5 Sekunden bis er that's it. Hast du da irgendwie eine Idee oder hast du irgendwas? Ach, deswegen haben wir uns gestern entschlossen, wir machen dieses Renovierungsding morgen. Und dann gab es halt 2 Tage lang keine Vlogs. Harte Geschichte, die keinen interessiert. Jetzt auf zum Dreh. Oh. Let's go. Auch in diesem dritten Versuch bin ich wieder gescheitert. Nicht nur als Vlogger, sondern tatsächlich auch als Kameramann. Und das ist etwas, was mir in der Form schon lange nicht mehr passiert ist und was mich seither stark zum Grübeln bringt. Ach Leute, es ist einfach knallhart schon wieder passiert. Ey, 3 oder 4 Mal in Folge ist irgendwelche Vlogs angefangen und wieder abgebrochen. Ich will mich gar nicht rausreden, aber heute schaffen wir es endlich. Der lang ersehnte Teil 2 unserer Renovierungsarbeiten. Wir machen jetzt mal weiter im Schnittraum und hängen die Panels auf. Es ist mega spannend, ich weiß. Es ist für heute fertig. Wir haben alle Panels angebracht. Ich bin auch zufrieden, muss ich sagen. Es ist nicht der riesen visuelle Unterschied, aber es ist auf jeden Fall deutlich ordentlicher. Es ist alles gerade und es sind nur 2 Löcher falsch gebohrt worden. Also es ist eigentlich eine ganz okay Bilanz. Für heute sind wir erstmal glücklich.
Wir machen ja hauptsächlich fiktionale Comedy, allem voran Sketche. Die kleine Bubble, in der wir da arbeiten, ist meistens auch noch top aktuell. Das heißt, die Bedingungen sind noch mal härter, als sie ohnehin meistens schon im Filmbereich sind. Die Crews sind noch kleiner, die Vorbereitungszeit ist noch kürzer und die Drehzeit ist meistens kaum vorhanden. Also es ist wirklich alles in allem eh schon nicht so leicht. Für gewöhnlich ist das eine Herausforderung, die wir persönlich total schätzen, die wir gerne mitmachen und die einen jedes Mal auch fordert und fördert. Das ist ziemlich cool. Woran bin ich also gescheitert? Unser Anspruch hier ist generell, dass wir trotz dieser harten Bedingungen es irgendwie schaffen, auch visuell anspruchsvoll zu bleiben. Dass wir jetzt nicht einfach sagen, scheiß drauf, Kamera an und ab dafür, sondern immer so ein bisschen was Szenisches, was Filmisches, was Cinematic-mäßiges mit reinbringen. Das ist natürlich nicht immer möglich und nicht immer leicht, aber trotzdem haben wir über die letzten Jahre da eine ziemlich gute Routine entwickelt und sind eigentlich fast immer halbwegs zufrieden. In diesem Fall ist es uns, beziehungsweise mir als Kameramann, nicht gelungen, das visuell hochwertig zu machen. Wir hatten sehr harte Gegebenheiten und ich bin an diesen Gegebenheiten gescheitert. Ich möchte die Schuld jetzt nicht hinschieben und sagen, es ginge nicht, es war alles zu scheiße. Auf der anderen Seite möchte ich auch nicht hingehen und sagen, oh Gott, ich bin so schlecht, ich habe total gefailt. Überhaupt nicht. Ich finde es total wertvoll für mich, mal wieder an der Aufgabe gescheitert zu sein. Das ist ja auch ein persönliches Empfinden von gescheitert. Es ist nicht so, dass der Clip nicht funktioniert hätte oder sonst irgendwas. Es war einfach der eigene Anspruch, wurde nicht erfüllt und für mich habe ich das Gefühl, ich bin an der Aufgabe gescheitert. Was das in mir dann allerdings auslöst, ist eine riesige Verkettung an Learnings, beziehungsweise an Learnings, die ich machen möchte. Ich setze mich dann viel motivierter hin und überlege nochmal, woran hat das gelegen? Ich schaue mir das Material an, ich analysiere, ich überlege mir für das nächste Mal, in der ich in einer Situation wie dieser bin, was ich anders machen könnte und müsste und werde das nächste Mal, wenn ich dann in der Situation bin, darauf zurückgreifen können. Josh und ich haben beide vor x Jahren autodidaktisch angefangen, eine Kamera in die Hand zu nehmen und einfach zu machen. Das war zu einer Zeit, in der YouTube noch nicht vollkommen überfüllt von Tutorials und irgendwelchen komischen Filmemacher-Vloggern war, die einem alles beantworten konnten. Sondern es war eine Phase, wo man auf die Schnauze fallen musste. Ich will nicht sagen, dass das immer geil war und trotzdem bin ich extrem froh darum. Ich habe mich damals komplett in jedes Projekt reingestürzt, was ich irgendwie machen konnte. Und das war weit weg von irgendwelchen Imagefilmen oder Kundenaufträgen oder sonst irgendwas. Sondern ich habe mit meiner Band alles gedreht, was irgendwie ging. Ich habe Mini-Porträts und Kurzvideos und was weiß ich nicht was gemacht. Einfach um so schnell wie möglich eins mit der Kamera zu werden. Und dabei bin ich die ganze Zeit an irgendwelchen Dingen gescheitert. Und das ist es, was mich im Endeffekt irgendwie weitergebracht hat. Das ist natürlich ein Weg, den möchte ich auch niemandem so direkt ans Herz legen. Die ganze Zeit scheitern macht weder Spaß, noch ist es motivierend, noch kommt man dadurch wirklich schnell voran. Was mir damals gefehlt hat, habe ich ja schon auch häufig erwähnt, ist ein Mentor, ein Praktikum bei den Profis, eine Ausbildung, die ich dann erst später gemacht habe. Jemand, der meine Fehler vielleicht auf einem noch höheren Level validieren kann und mir weitere Tipps geben kann und mir Fragen beantworten kann, die ich selber nicht finde. Ich mache jetzt so ein großes Ding daraus, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass gerade in so einer YouTube-Welt, in so einer Social-Media-Welt, alle immer absolute Perfektion ausstrahlen möchten. Es sind keine Fehler erlaubt und jeder muss mit 17 schon der perfekte Filmmaker sein. Das ist Bullshit. Das ist ein komplett giftiges Mindset und ich glaube, eine Angst vorm Scheitern führt erst dazu, dass man nicht mehr weiterkommt. Gerade deswegen ist es eigentlich so wichtig, sich immer wieder aus seiner Komfortzone rauszuholen, immer wieder einen Step weiterzugehen, immer wieder was zu machen, bei dem man nicht sicher ist, wie es geht. Ich mache dieses Video hier auch, um mich selber daran zu erinnern, dass Scheitern ab und zu durchaus okay ist. Ich habe es ja schon mal irgendwann erwähnt, ich betrachte mich als Anfänger unter den Profis und ich hoffe, das bleibt auch so. Es wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ich hoffe mal, dass ich in 10 Jahren auf jetzt zurückgucke und mir denke, meine Güte, was habe ich da für eine peinliche Anfängerscheiße gemacht? Wenn das nicht so ist, dann habe ich wahrscheinlich versagt. Ich bin mir sicher, egal wer das hier schaut, jeder hat kleinere oder größere Geschichten vom Scheitern. Und ich finde es wichtig, darüber zu reden. Deswegen haut mal irgendwas raus, schreibt mal irgendwie eure kleinen oder großen Geschichten des Scheiterns in die Kommentare. Und vielleicht auch, was ihr daraus gelernt habt. Der passende Hashtag des Tages ist Scheiterstories. Falls ihr also irgendwie sagt, ich will den Kanal unterstützen, aber ich möchte keine Scheiterstory wirklich teilen, dann schreibt einfach den Hashtag des Tages dazu. Und dann hilft das im Idealfall dem Algorithmus und dem Kanal. Alright. Ich sorge jetzt dafür, dass meine Scheiterserie hier beendet ist und mit diesem Vlog auch wieder das Daily Vlogging losgeht. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Anschauen. Und dann sehen wir uns in den Kommentaren und morgen. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.